Herat im Westen Afghanistans. Schwer bewaffnete Männer patrouillieren in den Straßen. An Knotenpunkten der Stadt sind sie mit Maschinengewehren positioniert. Die Milizen sind dem Aufruf des ehemaligen Mudschahedin Ismail Khan gefolgt, gegen die Taliban zu den Waffen zu greifen. Khan war vor 20 Jahren einer der führenden Kriegsherren, die die USA 2001 beim Sturz der Taliban unterstützten. Inzwischen ist er 75 Jahre alt. Wir möchten euch noch einmal versichern, dass mit der Hilfe Gottes die wahren Mudschahedin, die ehrenwerten Männer und Frauen von Herat, sich wieder gegen den Feind erheben werden. Seit dem Beginn des Abzugs aller NATO-Truppen Ende April haben die Taliban in Afghanistan enorme Geländegewinne verbucht. Vielerorts haben sie die Regierungstruppen bereits zurückgedrängt. Unter anderem eroberten die Taliban einen Grenzübergang zum Iran, der nur rund 120 Kilometer von Khans Hochburg Herat entfernt liegt. Wir sind hier, um unser Volk zu verteidigen. Wir verteidigen Herat und all die anderen Provinzen und wir sind bereit, dorthin zu gehen, wo immer Ismail Khan uns hinführen wird. Besonders jetzt, wo die Taliban näher gekommen sind und Herat angreifen wollen. Wir werden unsere Stadt und unser Volk bis zum letzten Blutstropfen verteidigen. Die Taliban behaupten, bereits 85% des Landes zu kontrollieren. Dies weist die Regierung in Kabul zurück. Von unabhängiger Seite sind die Angaben nicht zu überprüfen.